Schwimmbad, Pool. Heute geht es darum, wie wir unser Pool auspacken, wie wir es fertig machen, wie wir es absaugen, wie wir es grundreinigen mal eben. Ja, damit es für den Sommer gerüstet ist. Ne? Ich würde sagen, wir gehen ins Detail, ihr seid dabei. Auf geht's! Jetzt muss die Pumpe ein wenig filtern. Die Zeit, die wir dafür gebraucht haben, waren so circa 2 Stunden, 2,5 Stunden. Ja, im Groben ist das Becken jetzt erstmal sauber. Es ist, muss jetzt durchfiltern und Wasser lassen wir nachlaufen, da wir zwischendurch zurückgespült haben. Und den ersten Reinigungsvorgang mit der Bürste, den haben wir halt so gemacht, dass wir das Wasser beim Absaugen, direkt nach draußen gepumpt haben. Das ist ja dann auch nicht belastet, das hat ja gestanden eine ganze Zeit, also auch nicht mit Chlor belastet. Somit konnten wir das Wasser so in den Graben pumpen, um dann frisches Wasser reinzupacken. Nachdem wir die Filteranlage mehrere Stunden laufen ließen, ist das Becken auch wieder klar und sauber. Wir können hier sauber bis auf den Boden sehen, hier sind noch Schmutz drin, ja, was sich hier auch so ein bisschen in den Rillen gesammelt hat, man sieht es hier. Ja, und diesen Schmutz, den holen wir jetzt raus, indem wir das jetzt nochmal absaugen. Und unsere Beckenkante hier ist auch soweit sauber. Man darf nicht vergessen, dieses Becken hat ein Gesamtalter von mittlerweile fast 40 Jahren. Ja, es ist mal eine neue Folie reingekommen, es ist mal überarbeitet worden. Aber im Großen und Ganzen ist es immer noch sehr funktionstüchtig. Der wird hier mal eben eine Sekunde reingehalten, dann hält man ihn hier drauf und dann haben wir schon das Ergebnis. Und wie ihr sehen könnt, ja, pH-Wert bei 7,2 irgendwo, das ist optimal hier. Da sieht man auch, das ist okay, der sollte zwischen 7,2 und 7,6 liegen. Unser Chlorgehalt ist hier oben bei 3, das ist ein bisschen viel zum Schwimmen, aber wir haben ja auch gerade eine Stoßchlorung durchgeführt. Wir haben unser Becken wieder hergerichtet. Mal so einen kleinen Einblick, was wir jeden Sommer da machen. Das Wasser spülen wir ganz schön zurück, ganz am Anfang. Da tauschen wir eine ganze Menge von dem Wasser aus. Also übers Jahr mindestens ein Pool, wenn nicht sogar mehr. Das ist einfach im Wechsel, weil wir zwischendurch den Dreck von unten, nachdem der Chlorgehalt raus ist, dann auch richtig abpumpen, damit wir das sauber bekommen. Ja, und Frischwasser muss immer zugeführt werden. Das Becken hier ist ca. 40 Jahre alt. Das hat mein Vater schon gebaut und we'll be right back.
Ja, das haben wir dann immer mal wieder modernisiert und mal wieder fertig gemacht. Auch die, das müsste jetzt in den 40 Jahren, ich glaube, die dritte Folie drin sein. Das ist ein Folienbecken. Unten ist Styropor drin. Ja, und wir hatten auch schon mal Probleme, dass der ganze Styroporboden hochkam. Das seht ihr mal in diesem Bild. Das konnte ich wieder zurückdrücken. Das war nicht so ganz einfach. War schon eine mittlere Katastrophe und wir haben auch wirklich gedacht, naja, das ist das Ende vom Becken. Aber wir haben es hinbekommen und es funktioniert wieder und es wird eben dementsprechend auch genutzt. Und nach der Sauna ist es wirklich herrlich. Ja, jetzt haben wir es soweit wieder fertig. Im Moment haben wir eine Wassertemperatur von 6 Grad. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier seht ihr unsere Wassertemperatur vom Pool. Das hat ungefähr 6 Grad im Moment. Und es ist frisch. 6 Grad ist eine Temperatur und das heißt eine Sache der Konzentration, wurde mir mal gesagt. Zum Schwimmen reicht es nicht wirklich. Man muss bewegen, weil sonst werden die Knochen hart. Man spürt einen Schmerz in den Fingern, in den Füßen. Aber zum Schwimmen ganz runter gehe ich nicht. Ist frisch. Ich glaube, nach der Sauna ist es besser. Es bringt die Pumpe gut in Betrieb. Alles nur eine Sache der Konzentration. Gutes Abwehrsystem und man hält das aus. Aber ich gehe raus, Jungs. Zum Schwimmen reicht es dann doch nicht mit 6 Grad. Aber ich war drin. Jawohl. Ja. Wollt ihr helfen? Du hast auf einmal gar keinen Bauch mehr, Axel. Nee, der ist weggefroren. Mein Bauch ist weg. Komm mal hierher, zeig dir mal vor der Kamera. Ich schubse dich da gleich mal rein. Ja, von wegen. Kannst du mal mit reingehen. Boah, also bis Mütze unter Wasser, das geht eigentlich nur mit Sauna. So, das kann ich auch. Komm, kann ich mal ahnen. Also, wir haben die Badesaison eingeläutet. Mit 6 Grad noch ein bisschen frisch. Aber war ja jetzt auch das erste Mal in diesem Jahr. In ein paar Tagen, in 2-3 Tagen sieht das ganz anders aus. Bei 11 Grad können wir sauber durchschwimmen. Dann geht das schon. Aber 6 ist echt schon Hammer. So ohne alles. Ja. Wir hoffen, euch hat der Film gefallen und schaltet wieder ein, wenn es da heißt, wir gehen ins Detail. Bis dann, Osterhände und tschüss und schöne Ostertage. Mal so im Freien hier gesprochen. Ne? Tschüss.